Hallo und herzlich willkommen beim Brickklempner. Hier geht es um Klemmer Steinsätze der verschiedensten Hersteller. Ich bin der Mario und, naja, diejenigen, die schon öfters zugeschaut haben, wissen, was jetzt kommt. Jawohl, tatsächlich gelernter Klempner. Heute geht es um ein Set von Blue Bricks. Blue Bricks. Ich habe das bestimmt wieder weggenuschelt. Das ist mir bei den ein oder anderen Blue Bricks. Blue Bricks Set Videos immer mal wieder passiert. Verzeiht, ich quatsche einfach manchmal zu schnell. Zuallererst darf ich mich bei euch bedanken, auch im Namen von Tanja, für die tollen Kommentare, für ja, Tanja und mein gemeinsames Video am Freitag. Tanja hat ja zum allerersten Mal ein Klemmbaustein-Set gebaut in ihrem Leben. Ich glaube, da sind wir uns einig, etwas, das wir überhaupt nicht verstehen können. Diejenigen von euch, die das Video nicht geschaut haben, ich lasse euch den Link zum Video dann nochmal hier in der Videobeschreibung. Und sie lässt euch recht herzlich grüßen. Jetzt ist Freitagabend. Sie ist noch in ihrem Geschäft und kann sich nicht in den Kommentaren melden. Das holt sie später vielleicht noch nach. Seht ihr das nach, wenn sie das vielleicht nur bedingt hinbekommt? Denn für sie ist in ihrem Laden so ein Arbeitstag recht lang. Und bis die nach Hause kommt, da wird das dann schon mal ein bisschen später. Ich habe den Vorteil, ich bin angestellt. Ich bin dann doch ein bisschen früher dann immer hier am Tisch. Ja, so ist es. In dieser Woche, ich weiß nicht mehr was, ein Dienstag oder Mittwoch, bin ich aufmerksam geworden auf ein Video. Da geht es um einen Aufruf, den der Buttermaker gestartet hat. Buttermaker, ich gucke da ganz gerne hin, da habe ich schon hingeschaut, noch bevor ich meinen Kanal gestartet habe. Buttermaker ist ja in der Klemmbaustein-Community, so wie ich das wahrnehme, mit einer der YouTuber der ersten Stunde. Hat ein paar abgefahrene Sets und auch Mocks, die er da dann, selbstgebaute Mocks, die er präsentiert. Und er hat einen Aufruf gestartet, es geht um Tims Klemmbausteinladen in Hannover. Der ist in Not geraten. Ich lasse den Link zum Buttermaker, hier ne, das Logo, lasse ich euch in der Videobeschreibung. Ich zumindest mal, das kann ich hier sagen, bin dem Aufruf vom Buttermaker gefolgt und habe in Tims Klemmbausteinladen was bestellt. Jetzt muss ich das zugeben, ihr kriegt das mit, wenn ihr öfters bei mir schon zugeschaut habt. Ich bestelle dann doch ab und an mal ganz gerne beim großen Versandhändler. Das ist an der Stelle, muss ich zugeben, recht komfortabel und die Auswahl ist groß. Trotzdem beim Rumsuchen für die ein oder anderen Sets schaue ich dann auch natürlich mal abseits davon und unterstütze dann auch ja, Läden, die, ich sag mal, nicht so groß sind wie der große bekannte Versandhändler. Hier mal als Beispiel ist angekommen. Ihr wisst ja, diejenigen, die schon öfters bei mir zugeschaut haben, kann man sehen, ja, ich stehe ja furchtbar auf Kunischiffe. Das Set habe ich gekauft bei Modellbaufuchs oder Modellbausender. Center. So viele Sachen im Kopf, wie immer. Modellbaucenter Fuchs. Sage ich dann nochmal was, wenn ich das Set gebaut habe und euch präsentiere. Das kann aber noch ein bisschen dauern. Im Moment bin ich, also schaut da mal vorbei und vielleicht möchtet ihr das mir gleich tun. Das wird aber noch ein bisschen dauern mit dem Schiff. Im Augenblick baue ich das hier. So. Ich denke, das kennt ihr. Ist euch schon mal in den ein oder anderen Videos begegnet. Und bei mir ist es ja so, ich muss nicht immer der Schnellste sein. Ich baue dann, wenn ich Lust dazu habe. Und ja, jetzt geht es eben um das Blue Bricks Kino. Ich weiß gar nicht, ob die Bezeichnung die richtige ist. Ich gucke dann nochmal und da sage ich dann im Fazit. Ich hatte mal wieder Bock auf Blue Bricks. Das ist schon eine ganze Weile her, dass ich Blue Bricks gebaut habe. Also mal abgesehen von den kleineren Enterprise oder beziehungsweise, Entschuldigung, Star Trek Modellen. Aber das Kino habe ich seit Februar schon drüben in einem meiner Klemmbausteinzimmer am Liegen gehabt. Das hatte ich euch kurz, zumindest mal den Karton in einem Haul im Februar gezeigt. Das ist auch mein einziger Haul und das wird ja auch mein einziger Haul bleiben, weil Hauls für mich überhaupt keinen Sinn machen. Denn ich bekomme ständig irgendwelche Sets, möchte in der nächsten, übernächsten Woche irgendwie dies, das Set bauen. Dann sehe ich wieder was anderes bestellst und dann geht es eben damit weiter. Und von daher, so einen Haul gibt es bei mir nicht. Ich habe eigentlich, wenn man das so will, die ganze Woche Haul irgendwie. Da kommt ständig was rein. Ich meine, ich habe im Augenblick, da drüben steht ein bisschen was. Das nehme ich ja immer, ne? Das kennt ihr, wenn ich das hier so ein bisschen. Also ich baue ja da, für diejenigen, die noch nicht bei mir zugeschaut haben. Ich baue ja da und filme nach da. Dann habe ich das hier. Jetzt habe ich hier randaliert beim King Kong. Das wollte ich nicht. Das ist geil. Oh, Entschuldigung, oh, ich habe was Schlimmes gesagt im Fernsehen, entschuldige Mama. Und dann filme ich nach hier und dann sperre ich ja die Sicht ein bisschen mit den Kartons ab, damit er mir nicht da drüben auf mein ja, Esszimmerfenster inklusive Heizung guckt. Und worauf wollte ich denn jetzt hinaus?
Ich habe jetzt den Faden verloren, ist aber egal, ich nehme das alles nur einmal auf. Wo wollte ich denn hin? Ihr habt bestimmt eben aufgepasst. Und ach so, und dann habe ich da jetzt die Kartons zum Absperren der Sicht stehen. Und deswegen habe ich darüber geguckt. Ich weiß nicht, drüben habe ich auch noch was. 12, 13 Sets werde ich hier haben. Und ich habe noch zwei Sets drüben liegen, immer noch von dem Haul vom Februar. Ja, so ist das eben bei mir. Also, kommen wir jetzt zum Blue Bricks Kino. Ich habe mir das ausgesucht, Filme. Das ist ja so ein bisschen mein Thema im Schwerpunkt. Das habt ihr, denke ich, schon mitbekommen. Und ich meine, da passt das Kino ganz gut ins Regal, in mein Filmklemmbausteinregal, so möchte ich das mal nennen. Hab den King Kong randaliert. Entschuldigung, beschäftigt mich immer noch. Dann machen wir es jetzt so. Ich wechsle die Kameraperspektive. Ich bin ein bisschen durcheinander gerade. Zu viel. Kameraperspektive. Und dann zeige ich ein bisschen was zu den Teilen, Qualität, Anleitung, ein bisschen was zum Bau. Und dann sehen wir uns zu meinem ganz persönlichen Fazit wieder. Was ist denn hier los? Also bis gleich. Das Blue Bricks Kino. Lange Zeit hat es gelegen. Jetzt wird es Zeit. Lange Zeit wird es Zeit. 2749 Teile. 99,95 Euro, sage ich dann im Fazit aber auch nochmal. Ja, und da kann man sich ja bei Blue Bricks wieder aufsortieren, Freunde. Mache ich mal auf. Da müsste dann ordentlich was drin sein. Ja, da liegt die ganze Pracht. Blue Bricks typisch, nichts nummeriert, keine Bauabschnitte. Also, ich werde die Teile sortieren. Dann zeige ich euch, wie ihr das bei den Blue Bricks Sets von mir kennt. Einmal alles sortierte, so nenne ich das mal, damit ihr seht, worauf ihr euch einlasst. Und dann gucken wir auf die Teile und die Bauanleitung. Ich habe für mich jetzt nach meiner Logik, für meine Logik hinsortiert. Ihr könnt das hier sehen. Aber falls ihr euch das jetzt auch besorgt, das ist nicht alles. Moment. Hier gibt es noch sehr viel mehr. Es gibt dann auch Tüten, das ist sortenrein. Das habe ich dann mal so gelassen. Also, da ist mal wieder viel mit Suchen beschäftigt, wobei diesmal deutlich mehr Farbe dabei ist, dazwischen ist, als bei der Sulaco oder beim Kampfstern Galactica. Schaut euch mal die Videos dazu an, weil da war ja alles grau in grau. Also, ich freue mich. Los geht's. Wir gucken mal auf die Teile und die Anleitung. Logisch, die Bauanleitung ist runtergeladen. Alles das, was gebaut wird, ist hier jetzt auf der schwarzen Plate lila umrandet. Aber schaut mal, ich erkenne hier gar keine Noppen. Seht ihr das? Ich mache es mal, das Bild vielleicht ein bisschen heller. Ja, jetzt kann ich mit Not, ihr könnt es jetzt im Bild nicht sehen, gerade so die Noppen erkennen. Das ist echt dunkel. So geht's, wenn ich so mache. Dann kann ich das sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann runter. Das ist ein bisschen blöd. Muss mal vorsichtig auszudrücken, wenn dann die ersten Platten gesetzt sind, dann ist es ja okay. Dann kommt man, denke ich, zurecht. Das ist von der Darstellung trotzdem nicht so optimal. Es waren zwei Baseplates dabei. Die sind gerade, nichts ist krumm. Was ich ganz spannend finde beim Sortieren, sind die mir schon begegnet. Das sind dann hier die 6x6. Die sehen gut aus. Groß keine Kratzer drauf. Leicht matt, vielleicht ein bisschen verschmutzt. Das putze ich nochmal drüber, aber das ist nicht schlecht. Und hier, die sind auch in Ordnung, ne? Lego hier, das geht glänzend, ne? 6x6. Muss nicht matt sein, wie bei dem Austin Martin, bei dem Creator. Und die Teile, die ich so grob in der Hand hatte, das hat sich gut angefühlt und gut ausgesehen. Das habe ich beim Sortieren schon gemerkt. Hier keine Kratzer habe ich feststellen können und da sind jede Menge drin. Die sortenrein sortierten Tüten habe ich jetzt noch nicht geöffnet. Hier vielleicht noch mal eine Fliese, das ist ja mal ganz spannend für euch. Da habe ich auch groß irgendwie keine Kratzer bemerken können. Dann kann man mal was zusammendrücken. Ja, kommt, nehmen wir mal den hier. Da bin ich mal gespannt, wie es geht. Das ist schon, geht schon schwer ineinander, den letzten Millimeter. Aber ist okay.
ich muss ja auch nicht übertreiben jetzt mit dem Teiler angucken. Ich habe euch die Fliesen ein bisschen gezeigt. Wie gesagt, so beim Sortieren hatte ich das alles in der Hand. Das hat sich prima angefühlt. Ich baue los und melde mich immer wieder zwischendurch. Das geht echt gut voran. Das lässt sich super auffließen. Kein Problem. Das prima. Ich bin da echt zufrieden mit. Und hier hinten, da, ich hoffe, es ist nicht zu hell. Ich habe ein bisschen mehr Licht drauf gegeben. Toilette gebaut, Toilettenpapier, ein kleines Waschbecken. Ganz schön. Das Einzige, was, da kommt jetzt die Tür rein, ein bisschen eine Schwäche ist. Ich weiß, es ist ein bisschen hell. Ich sehe es jetzt gerade selber mit der Hand im Bild, aber damit ihr auch alles erkennen könnt, habe ich das mal kurz so gemacht. Und das alte Problem, Klappertür. Das Kino wächst. Das lässt sich von den Teilen her gut verbauen. Türen sind drin, das könnt ihr ja sehen, Fensterscheiben. Das Einzige, ach, hier steht schon wieder schief, könnt ihr das sehen. Ich kriege das hier, soll hier auf die Noppe, ich kriege es nicht ordentlich fest. Das ist das Einzige, was mir nicht gefällt, was mich auch gerade echt annervt. Ich kriege das nicht reingedrückt ordentlich. Die Seite hält, das funktioniert, aber hier habe ich keine Chance. Da ist ein Kassenhäuschen drin, eine Tasse, eine Kasse, man kann davon leider nichts mehr sehen. Und hier, seht ihr, die Klappertüren. Und was auch erstmal wackelig ist, hier, man baut das immer einzeln, seht ihr das hier. Das sieht zwar gut aus, oder hier an der Seite kann man es vielleicht sehen, das ist aber immer, ist noch nicht komplett überbaut, das ist ein bisschen wackelig, das ist ein bisschen nervig, aber ansonsten geht's. Könnt ihr das erkennen, das ist auch ganz schön hier in der Fuge, in dem Zwischenraum scheint dann wieder dieses Rot durch. Das finde ich ganz gelungen. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen sehen in dem Licht. Das ist ganz schick. Das Ding hier nervt mich. Jetzt so geht's. Aber sobald ich da irgendwie ein bisschen dran rumarbeite, dann ist wieder wackelig. Naja, ich kriege es auch nicht ganz nach unten. Naja, muss so bleiben. Das Kino wächst. So schaut es jetzt von, ich glaube, hinten aus. Das müsste der Eingangsbereich sein. Das nicht durcheinander bringen, was ich euch zeigen wollte. Ist das hier die Ecke? Da gibt es eine Popcornmaschine. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ja, mein Autofokus hat dann Grenzen. Da gibt es Eis, Getränke, wie auch immer. Ich hoffe, ihr könnt das so halbwegs erkennen. Ja, ich denke, so schaut es von hinten aus. Die Türen klappern. Von vorne. Das ist natürlich die Vorderseite. Zwischen überbaut, da oben sind meine Fingertapsen drauf, nichts ist verkratzt. Hier oben, das ist super. Und es ist groß. Weiter geht's. So schaut es inzwischen aus. Die Front, das ist echt schön, das ist gelungen, wie ich finde. Spannende Bautechnik, hier stecken die Gelenke drin. Ich nenne das jetzt mal 1x2, 1x2, die man dann ineinander packen muss, da sind zwei Stück drin und dann hier, könnt ihr das sehen, so vielleicht, und dann hält das hier, ist hier abgestützt, hier gegengeschoben, fertig, kann man auch nicht sehr weit nach hinten schieben, das finde ich, das ist gut, das ist gelungen, dann, ich hoffe, ich kriege das alles so halbwegs drauf, da fehlt mir jetzt das Licht, da, so vielleicht, dann der Innenraum, Eingangsbereich. Dann haben wir hier die Kinositze. Hier unten ist ein Gang drin. Da kann man später nicht reingucken. Hier oben steckt die Kamera für den Film. Da hinten ist ein bisschen von der Leinwand. Und was man aber machen kann, ist das hier abnehmen. Und dann ist man in der Lage, ja, in die Toilette zu schauen. Also mir gefällt das gut, das lässt sich alles gut bauen. Die Klappertüren, das hört man natürlich, leider. Aber bisher keine Probleme, bisher hat nichts gefehlt. Also ich bin da echt zufrieden mit. Weiter geht's. Ich habe Teile vom Dach gebaut. Das ist stabil. Mit mehreren Plates, mit ein paar Ausnahmen. Habt ihr eben schon gehört. Also hier, weil es ist leicht, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt. Es ist leicht gebogen
Und dadurch halten die Teile hier nicht ordentlich. Also gerade mal so hier, jetzt ist es schon wieder ab. Wenn es später drauf liegt, wird es nicht viel ausmachen. Ist aber irgendwie unschön. Aber ich kriege es dann auch nicht anders hin. Und hier fehlt halt ein bisschen Klemmkraft. Dann wird da später hier Stars stehen. Das ist ja der Plan. Ihr könnt das sehen. Hier gibt es, ich hoffe, ihr könnt es sehen, hier gibt es deutliche Farbabweichungen. Und hier so bei den Spaltmaßen, wenn man dann die Steine immer übereinander setzt und auch die 1x1, irgendwann passt es dann nicht mehr ordentlich. Ich habe das schon vernünftig zusammengedrückt. Das ja, fällt hier so ein bisschen auf. Naja, wenn dann hinterher die Buchstaben da stehen, ich zeige es euch dann nochmal mit den Buchstaben, das so ist, dann sagen wir, macht es vielleicht nicht so viel aus, aber da sehen einige Weiße halt schmutzig aus. Das ist schade. Das ist dann auch ein Teil vom Dach. Die sind ganz schön, die Platten. Das finde ich gut. So, mal schauen, wie ich das alles ordentlich ins Bild bringe. Also hier habe ich das gebaut, Stars. Was mir gefehlt hat, war hier unten so eine. So ein Teil, ich komme jetzt nicht auf den richtigen Begriff. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Habe ich noch bei mir im Fundus eins übrig gehabt. Dann gibt es hier unten noch ja, so eine kleine Absperrkette. Das wird dann einfach hingestellt. Und hier ganz hübsch, aus relativ vielen Steinen, habe ich jetzt nicht gezählt, so eine Kamera. Und jetzt können wir ja mal zusammen das Dach aufsetzen. Das hatte ich euch ja schon gezeigt. Mal gucken, wie rum ist es denn richtig. Bin hier am Grübeln. So. Einmal. So. Und dann haben wir die Seite hier. Dann haben wir die Seite hier. Und das Dach soll da aufgedrückt werden. Da sind Noppen übrig. Genau. Hält. Dann die Kamera hier hin. Ich zeige euch das dann noch komplett im Bild. Einmal. So. Und dann hier. Stars. So schaut es gerade da aus. Ihr seht es gleich noch mal komplett. Ich verändere gleich mal die Kameraperspektive. Und das ist dann der hintere Teil. Ich versuche das mal ein bisschen anzuheben. Ich hoffe, das geht. Das ist relativ schwer. Wir gucken gleich noch mal von oben rein. Dann zeige ich euch alles noch einmal. Von der Seite hier, ich nehme mal einen Mülleimer noch gebaut, Straßenlaternchen, die Kameras hier noch gebaut, ganz hübsch, so sehen die aus, ganz schön aufstecken, fertig. Und ich verändere nochmal die Kameraperspektive und dann zeige ich euch das nochmal komplett. Da schauen wir uns das nochmal an. Das hier ist übrig geblieben. So schaut es jetzt aus. Die Rückseite hier muss ich ein bisschen gerade stellen. Sorry, dann nehme ich das noch mal runter. Mal gucken, ob das so gut abgeht, wie ich es drauf gemacht habe. Ja, hier, da löst sich das. Habt ihr gesehen? Beide, aber ist gerade noch okay, finde ich. Wo packe ich das denn mal hin? Hier hin. Ich hatte euch ja das schon ein bisschen gezeigt. Hier drin noch mal. Falls ihr euch das Aufbauvideo nicht angeguckt habt, jetzt versuche ich das mal ein bisschen anzuheben. Vielleicht jetzt gleich zum Bauergebnis gesprungen seid. Hier drin gibt es dann die Popcornmaschine, eine kleine Theke, Eis, Eisbecher, ja, was man eben so braucht für einen Kinobesuch. Vielleicht auch ein Getränk. Hier steckt, ich habe da meinen Finger nicht gesehen, hier steckt dann die Kamera drin. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen sehen. Und hier, wenn man öffnet, findet man dann auch,
Ich hatte euch das ja vorhin gezeigt. Die Toilette wieder. Mache ich das mal wieder ein bisschen drauf hier. Und gucke ich mal, ob das so gut funktioniert wie eben. Den dahin. Und dann hoffe ich, dass da nichts runterfällt. Drauf gedrückt. Und dann sitzt es. Hier an der Seite noch da Mülleimer, nehme ich mal an. Straßenlaternen sind dazugekommen. Der, wie heißt er, Walk of Fame, ne? Mit den Sternchen. Ja, finde ich doch ganz gelungen. Dann kommen wir, stell es mal ein bisschen so, zu meinem ganz persönlichen Fazit. Mein persönliches Fazit zum Set. Zum American Beach Kino, das ist die richtige Bezeichnung. Also bestellt und gekauft habe ich bei Bluebricks, bezahlt 99,95 Euro ohne Port und Versand. Die Setnummer ist die 103582. Ihr bekommt 2749 Klemmbausteine geliefert, plus einige Teile, die übrig geblieben sind. Die Bauanleitung von Bluebricks habe ich Bluebricks typisch als PDF heruntergeladen. Bei den Bluebricks Specials ist das ja die Regel. Das hat völlig problemlos funktioniert. Wenn ihr ein Konto bei Bluebricks besitzt, dann dürft ihr euch die kostenfrei runterladen. Alles verständlich, alles nachvollziehbar. Ich hatte überhaupt keine Probleme damit. Kommen wir zuallererst mal zum Design und das ist wie immer meine ganz persönliche Sicht der Dinge darauf. Ich bin so froh, dass ich mir das Ding bestellt habe. Auf den Produktbildern hat es mir schon ganz gut gefallen, aber wenn es in der Realität in voller Größe hier steht, dann gefällt mir das noch sehr, sehr viel besser. Was ich echt gelungen finde, ist, dass man es von Weitem sofort als Kino identifizieren kann. Klar, da steht Stars drauf und die große Kamera. Trotzdem, wenn man mal sich hier vorne die Fassade und Front anschaut, mit dem Walk of Stars oder wie sich das nennt, Entschuldigung, an der Stelle habe ich wahrscheinlich den falschen Begriff benutzt, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, also mit den Sternen, das finde ich echt gelungen, also wie gesagt, selbst wenn man den Aufbau hier oben ablässt, ich würde das sofort als Kino identifizieren. Das, was ich auch gelungen finde, ist, dass es hinten offen ist und man ein wenig in den Kinosaal reinschauen kann. Ich habe euch das ja eben dann im Aufbauvideo schon einmal präsentiert von allen Seiten. Das finde ich ist eine schöne und tolle Designidee. Vom Design finde ich das auch gelungen, dass es hier vorne so das Kino-Kassenhäuschen gibt. Ein bisschen schade ist, weil es ein wenig, ja ich sag mal, nach hinten gebaut ist, aufgrund der Konstruktion des Designs, wie auch immer, dass man davon so wenig sieht. Da drinnen gibt es eine kleine Kasse und ähnliches. Das fällt tatsächlich gar nicht auf. Wenn man das Set beleuchtet, wird man mit Sicherheit das Kassenhäuschen vernünftig in Szene setzen können. Kommen wir mal zur Qualität der Steine. Ich hatte da überhaupt keine Schwierigkeiten. Alles passt gut, alles klemmt gut. Ich hatte kaum Kratzer. Die Steine, was schwarz angeht, die Fliesen sind ein wenig matt, aber das finde ich noch völlig in Ordnung. Das Einzige hier vorne, ich hatte euch das auch auf Aufbauvideos gezeigt, beim Kassenhäuschen, die Round Bricks, ja, ich nenne sie jetzt mal 1x1, wenn man die übereinander setzt, die habe ich nicht ordentlich festgekriegt, jetzt hält das. Da darf ich aber nicht zu viel dran rumfummeln, dann rutscht es wieder raus, aber so geht's und so ist es in Ordnung. Es klemmt gut, es funktioniert gut. Wie gesagt, ich hatte da überhaupt keine Schwierigkeiten. Ich bin, was Qualität angeht, ähnlich gut zufrieden wie hier mit dem King Kong-Angriff, da wo ich eben den Flieger abgerissen habe. Das ist ja auch so eine gute Qualität und das ist hier aus meiner Sicht genauso gut gelungen. Das Einzige, das will ich noch kurz sagen, es gibt hier bei dem Stars, das weiß, ne, da gibt es ein paar Farbabweichungen, finde ich, fallen aber nicht weiter ins Gewicht und sind zu verschmerzen, ist für mich an der Stelle noch okay. Kommen wir mal zum Bau. Der hat mir echt Spaß gemacht, der ist abwechslungsreich und hat mir Spaß gemacht, weil es von der Qualität ja einfach stimmt und die Steine schön ineinander gehen. Gerade das Fließen hat mir gefallen und hier, ich hatte euch das auch auf den Aufbauvideos gezeigt, mal ein schönes Beispiel für Lego, dass man so eine 6x6 Fliese auch glänzend machen kann. Also nicht so ein mattes Ding, wie Lego das gern tut. Andere Hersteller können das und hier stecken einige drin. Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber das sind hier alleine an der Seite. Das müssten jetzt um die 8 bis 10 Stück sein. Da geht es ja an der Stelle schon mal echt gut los, möchte ich behaupten. Es sind ja auch relativ viel Sitze drin. Wie gesagt, vom Bau her hat mir das alles gut gefallen. Das ging easy peasy ineinander. Die Bauanleitung war stimmig dazu. Ich hatte überhaupt keine Schwierigkeiten. Großartig. Ich hatte fantastischen Bauspaß. Und das ist mal wieder ein Set, da hat Bluebricks mich begeistert, das ist schon älter, Bluebricks konzentriert sich ja gerade sehr auf die Star Trek Serie, ist auch in Ordnung
und die ein oder anderen Sets, die dann andere Hersteller anbieten. Ich würde mich freuen, wenn es mal wieder eine schöne Idee von Bluebricks zu einem Filmset gibt. Jetzt gibt es auch die ein oder anderen, aber ich muss zu den Filmthemen nicht alles doppelt haben. Wobei Aliens, wenn ihr mal aufgepasst habt in meinen Videos aus der Vergangenheit, die Alien Queen und Sulaco, für Aliens habe ich was übrig. Ich warte ja immer noch, ich nenne das mal auf das Dropship. Da steht irgendwie bald erhältlich. Ich hoffe, es ist auch bald wirklich soweit. Dann, boah, gibt es auch eigentlich nicht mehr drüber zu reden. Messen wir das mal aus. Da steht ja, wenn ich es jetzt nicht dann doch wieder durcheinander bringe, auf 32x32 Noppen. Ja, logisch, dann müssen das 51 cm sein. Und auch hier, logisch, da steht nichts über, müssten es 25,5 sein. Perfekt, so ist es. Von der Höhe, ne, das darf ich euch nicht... Also breit, tief, auch für ein Kino, alles eine Frage der Perspektive. Und hoch ist es, ja, so circa 35,5 cm. Also, ein absolut gelungenes Set. Und ich kann mir vorstellen, für all diejenigen von euch, die irgendwie an einer Stadt bauen, mit modularen Gebäuden unterwegs sind, könnte das durchaus interessant sein. Ich meine, mit ein bisschen Kreativität, das habe ich nicht so sehr, ich kann ja nur Anleitung, ne, lässt sich das hier hinten noch schön und vernünftig verschließen. Ja, dann war es das schon. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Daumen, Klingel, Abo hier, Rim, Bim, Bim und den ganzen Kram, was dazugehört. Ja, und dann sage ich tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal, sagt euer Brickklempner. Tschüss.